Voller Fokus, aber auch Emotion. Zwei Zutaten für einen packenden Auftakt in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Der SSC Ballenberg Schwerin Gastgeber gegen Titelverteidiger Stuttgart. Den gelben Schwerinerinnen gelingt zu Beginn alles. Jede Ungenauigkeit kann ausgeglichen. Fast jeder Stuttgarter Angriff verteidigt werden. So spielt man meisterlich die frühe 6-Punkte-Führung durch Maring. Stuttgart aber nur kurz indisponiert, danach routiniert. Kämpft sich angeführt von Ex-Schwerinerin Britt Bongartz zurück in die Partie. Auch weil sie raffinierte und nicht immer harte Angriffslösungen wählen durch Crystal Rivers und Maria Segura, den zwei Schlüsselfiguren im Stuttgarter Spiel. Mit einem starken Aufschlag endet der Durchgang 27:25, Satzführung Stuttgart, die Schwerin aber nicht wirklich zum Wackeln bringt. Und diese Stärke kommt nun durchgehend zum Tragen. Zweiter Satz, zwei Teams auf Augenhöhe, teils unglaubliche Ballwechsel. Die Gastgeberinnen aber diesmal konsequent, unglaublich zwar die Rettungstat der starken Crystal Rivers, der SSC aber in dieser Phase abgezockter. Aus zwischenzeitlich 3 Punkten Rückstand werden 4 Satzbälle und wenig später der Satzausgleich. Es entwickelt sich ab da ein enges Volleyballspiel mit deutlichen Sätzen. Durchgang 3 eine Machtdemonstration der Schwerinerinnen. Sogar mit dem sonst wackeligen Aufschlag bringt man die Gäste in Bedrängnis. 25:12, das ist eine echte Ansage. Und ja, Stuttgart machte Fehler wie hier beim Satzball. Schwerin spielte konsequent, ein großer Faktor, aber auch die ausverkaufte Ballenberg Arena. Das ist wirklich unfassbar. Die ausverkaufte Halle hat uns halt wirklich getragen und ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Emotionen, wenn ich ehrlich bin. Sagt SSC-Kapitänin Anna Pogani, aber bis diese Emotionen raus konnten, dauerte es noch, weil jetzt Stuttgart wieder zurückschlug. Der Satz wieder deutlich, diesmal zugunsten der Gäste. Schwerin kämpfte zwar in den meisten Fällen, aber wie auch beim Satzball vergebens. Es musste also der Tiebreak her, um einen Sieger zu finden. Es brauchte die Schweriner, aber auch die mitgereisten Stuttgarter Fans sowie gute Nerven. Bei den Trainern nach über 2 Stunden Spielzeit war der Sieger erst gefunden. Schwerin macht den ersten Schritt auf den Weg zur ersten Meisterschaft. Seit 2018 gewinnt das erste Finalspiel gegen Stuttgart mit 3:2. Man darf nicht vergessen, es war erst das erste Spiel und da kommen noch schwierige Spiele auf uns zu. Und trotzdem darf dieser Sieg gefeiert werden.